So, jetzt repariere ich erstmal meinen Bogen. Waffe reparieren. Ausrüstung reparieren. Wo ist er da? Ach, jetzt habe ich natürlich keine Seelen dafür. Es steht einfach so ein Schlangentyp da vorne. Dann wird es schon passen. In der Zeit kann ich überlegen, wo ich als nächstes hingehen will. Es gibt, wie gesagt, noch in Schandstadt irgendeinen Ort, wo ich hinkomme. Und das Drachental gibt's noch. Ansonsten wüsste ich spontan jetzt nichts mehr. Kann ich den Bogen eigentlich aufrüsten mittlerweile mit irgendwas? Der ist ja erst plus 4. Da. Kleine Scherben brauche ich dafür. Verkauft ihr nicht der Riesenschmied in Anor Londo? Na egal. Ich glaube nicht, dass der Bogen jetzt auf der Stelle so stark sein muss. Da will ich mich jetzt gar nicht lange mit aufhalten. Wie bin ich ins Drachental gekommen? Auch über Schandstadt. So, wie komme ich jetzt nach Schandstadt? Ich muss über die Tiefen dahin, habe ich recht? Den Weg nochmal laufen. Ja. Okay, aber ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und bin mal optimistisch, dass es nicht so lange dauern wird. Ich meine, wir waren hier ziemlich am Anfang. Wollen nichts von mir wissen. Da kommt, glaube ich, eine Ratte rausgesprungen. Nee, Moment. Hier ging es irgendwie zum Klaffdrachen. Da muss ich lang, genau. Aber wo genau, weiß ich leider auch nicht mehr. Mit dem ärgere ich mich doch jetzt nicht ewig rum. Platzen die oder so? Ich weiß es nicht mehr. Von der Riesenratte aus konnte ich doch irgendwie dahin. Ja, ich konnte da hinten runterrutschen. Ja. Wusste ich's doch. Da war irgendwas.
Und hier saß der nette Händler, der mir so viele Tipps gegeben hat. Der jetzt am Feuerbandschrein sitzt. So, Schandstadt. War eigentlich auch ein Gebiet, in das ich nicht nochmal hin wollte. Aber gut. Tschüss. Wieso liegt da unten ein Item und ich weiß nichts davon? Das Item da unten haben. Die brauchen immer noch zwei Schläge. Kann ich da rüberspringen? Da bin ich hier so lange rum geirrt und habe alles abgesucht und habe trotzdem nicht alles gefunden. Das ist so verrückt manchmal. Okay, bis dahin kein Problem. Hier war auch so eine Wackelbrücke. Irgendwie sieht das hier alles ganz anders aus als beim letzten Mal. So, jetzt einfach nur irgendwie runterkommen. Natürlich war das absolut beabsichtigt. Und die Hunde habe ich gar nicht mehr gedacht. So, weiter runter. Bin ich hier und hab genau das gleiche Problem wie beim ersten Mal, als ich hier war. Ich habe einfach die Orientierung jetzt schon verloren. Naja. Ich weiß es nicht mehr. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Ich muss doch einfach nur nach unten.
Ja, hier war's Feuer. Ah, hier muss ich glaube ich lang. Ich raste mal an dem Feuer, dass ich hier auch wieder zurückkomme. Ist er immer noch runtergefallen? So, das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Ach, hier ging es zum Item. So, das sind schon die ersten Fliegen und so. Also es geht schon... Ne, irgendwo bin ich hier falsch. Da muss ich irgendwo runter. Hier. Ah, da bist du ja. Ich höre schon die ganze Zeit bumsen. So, wie komme ich jetzt? Ah ja, da lang. Okay. Da müsste jetzt nochmal so großer stehen. Und dann... sind wir auch schon hier. Ich bin so doof. Oh Gott, bin ich bescheuert. Ich hätte mich einfach dahin teleportieren können. In der Quelax-Bossgebiet. Wo ich den Eid vom Chaos oder so leisten konnte. Wieso bin ich so dumm? So, ich sollte hier unten nach links gehen. Statt nach rechts. Also da hinten rechts ist das Bossgebiet und ich sollte hier links gehen. Und ich sehe gerade,
Die Bäume oder Wurzeln da unten, die habe ich nie gesehen. Also scheint da wirklich noch irgendwas Neues zu sein. Aber erstmal setze ich mich da vorne ans Feuer. Ach Gott. Wieso zur Hölle mache ich immer wieder irgendwelche Dummheiten? Naja. Naja. Jetzt bin ich unten. Und jetzt links rum statt rechts rum. Wer steht denn da? Ist das ein Gegner oder ein NPC? Oh, ist wohl ein Gegner. Oh! Wer bist du? Komm aus der Suppe raus. Ah, der kriegt jetzt Giftschaden. Ja, von mir aus. Wer war denn das? Kennt man den irgendwoher? Das hier für ein Tentakelvieh. Das ist der Zwiebelrittermann-Typ. Oh, wie ich da jetzt hingehen werde. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich kann mir Namen generell nur sehr schlecht merken. Und da scheint es hoch zu gehen. Okay, interessant. Aber eins nach dem anderen. Bevor ich mit dir rede. Oh. Will ich ja erstmal meine Ruhe haben. Hallo. Ernsthaft? Er schläft? Aha. Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far. But I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask. But can you spare a few scraps of moss? Ja, komm, natürlich. Fantastic. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation.
Oh, ich hab sein Schild bekommen. Our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this too is the will of Lord Gwyn. The poison swamp, like quicksand in there. Okay, mehr hast du mir wohl nicht zu sagen. Ich mach sie einfach mal alle weg und guck, was passiert. Ich weiß nicht, wo ich noch überall langlaufen muss. Oh, wo kommst denn du her? Die sind irgendwie lustig. Da habe ich auch noch einen rumschlonzen sehen. So, und jetzt schnell darüber. Da liegt nämlich auch noch ein Item. Da haben wir es nämlich. Du lebst ja noch. Okay, du lebtest ja noch. Schneide. Okay, jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen, wenn wir den Baum da hochgehen. Oder die Wurzel. Besser gesagt. Da vorne. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Ich meine, da hätte man eigentlich schon relativ früh im Spiel hinkommen können. Sieht aus wie im verlorenen Isolith. Das sind auch so Dinger gewesen. Oder generell da in dem Gebiet. Wo sind wir denn da? Oh, hier gibt es ein Item. Ein Plankenschild. Kann ich mich noch erinnern. Da habt ihr mir einen Tipp gegeben, dass hier mehrere falsche Wände sind. Ich weiß jetzt nicht, was mehrere heißt. Aber zum Glück. Oh, die große Leere. Da ist tatsächlich noch ein komplettes Gebiet dahinter. Aber wie kann das sein, wenn ich ja schon fast alles habe? Das ist ja nicht spielrelevant, aber trotzdem ist hier noch ein komplettes Gebiet. Es ist alles so verrückt. Und ich habe gerade... Oh, guck mal da. Das sieht aus wie unter dem Boss. Hier das Chaoswesen. Wisst ihr, was ich mich jetzt schon frage? Sind das mehrere Äste? Oder ist es ein Weg? Also müsste ich mich... Moment. Also... Wenn ich auf den Ast hier will, muss ich mich da irgendwo droppen lassen? Ich laufe jetzt einfach mal hier den regulären Weg, wenn es hier sowas wie einen regulären Weg gibt. Okay, da gibt es ein Item. Oh, manchmal wird man so komisch rumgeschoben hier.
War hier eben nicht ein Eid? Wieso, was ist das für ein Schatten? Ist da oben drauf irgendwas? Okay, eins nach dem anderen. Ein grauer Brocken. Ah, ich hab's gerade noch gesehen. Ich wette mit euch, auf diesen ganzen Ästen und Krams ist mega viel versteckt. Ein weißer Brocken. Ich kann mir richtig vorstellen, wie irgendwo irgendwelche Zweige sind, die irgendwo hinführen und irgendwas dingsen und machen und tun und verzweigen und unübersichtlich sind. Und dann liegen da voll viele gute Items rum oder sowas. Da haben wir noch was. Wie zur Hölle komme ich dahin? Genau sowas meine ich. Wie komme ich dahin? Wie komme ich hier überhaupt wieder weg? Muss ich da rüberspringen? Was ich jetzt mache, ist verkehrt. Ich probiere was aus. Ich will hier drauf landen. Ich bin eiskalt vorbeigesprungen. Nein, 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 nein. Nein, Freundchen. Das kannst du sowas von vergessen. Okay, hier ist aber auch eine Leiter. Und hier geht's... Huh! Scheinbar weiter runter. Gott, sind da viele von denen. So, aber natürlich, bevor ich jetzt weiter runter gehe, gehe ich erstmal die Leiter hoch und guck, wo ich da rauskomme. Spannend, spannend. Ich mag neue Gebiete. Von hier aus irgendwie darüber? Auf den Ast, auf die Wurzel hier muss ich. Und schon rüberspringen? Wohl nicht. Ja, ich weiß, war dumm, ich bin ungeduldig, aber man muss auch mal was ausprobieren. Komm ich damit bis ganz hoch? Da muss ich drauf. Wie komme ich da drauf? War ich hier jetzt schon? Kann ich auf diesem dünnen Ding landen? Nein. Das muss man ja auch erstmal wissen. Okay, das ist ein interessantes Gebiet. Das ist ein Labyrinth, ohne ein Labyrinth zu sein.